Hallo hier aus Olmütz. Ich stehe hier beim englischen Teamhotel. Hinter mir ist der Bus. Vor mir befindet sich das Understadium, wo die Engländer gestern knapp mit 1:0 gegen Schweden gewonnen haben. War ein sehr wichtiger Sieg, um auch die Halbfinalchance zu wahren. Im letzten Spiel geht es jetzt dann gegen Italien. Großer Showdown. Hier bereiten sich die Engländer auf das wichtige Spiel vor. Haben hier auch einen kompletten Stock für sich allein mit Tischtennistischen. Können sich dort auch schön die Zeit vertreiben und wir werden später eine Skype-Schaltung mit dem Kollegen Reimer machen. So, ich habe die Engländer jetzt mittlerweile genug gestalkt und sitze hier in meinem Hotel in Olmütz mit am Start der Kollege Reimer, wenn du weißt. So schaut's aus. Servus und hallo aus Prag. Servus Daniel. Du besuchst ja morgen das letzte Gruppenspiel der Deutschen gegen Gastgeber Tschechien. Für beide Mannschaften geht es noch ums Halbfinale. Wie erlebst du die Stimmung vor dem so richtungsweisenden Spiel im und um das deutsche Team? Die Stimmung ist prächtig. Also vor allem gestern im Training war jede Menge Spaß dabei. Die deutsche Mannschaft hat mit welchen Tonnen rumhantiert, Bälle in Tonnen gebolzt und richtig viel Spaß dabei scheinbar gehabt. Auch Kevin Jones hat nach dem Dänemark-Spiel gesagt, wenn wir auf dem Platz Spaß haben, dann können wir unser Potenzial so richtig abrufen. Und ich glaube, das wird auch das Erfolgsrezept sein gegen Tschechien. Wenn die deutschen Offensivspieler da ihren Spaßfußball aufziehen können, wie gegen Dänemark, dann sieht es gut aus mit dem Gruppensieg. Und Spaß gab es ja anscheinend heute auch bei der Pressekonferenz. Definitiv, ja. Horst Rubesch hat von einer sehr lässigen Anekdote erzählt, von einem Treffen mit Karel Gott. Das zeigen wir euch jetzt noch. Und Christoph, dir viel Spaß in Olmütz. Wir sehen uns die Tage. Mach's gut, bis bald. Ciao. Music that he prefers to listen to. Also ich hatte das Glück, dass ich vor 20 oder vor 25 Jahren Karel Gott kennengelernt habe. Auf der einen Seite mit in dieser Vergnügung mit Manuel Berner in Hamburg. Und war selber überrascht, dass ich jetzt eine Einladung gekriegt habe von ihm. Und er hat mich in sein Haus eingeladen, was ich als große Ehre empfand. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben sogar zusammen Babischka gesungen. Also bevor das nachher bei Facebook läuft, sage ich schon mal. Es hat einfach Spaß gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht, diesen Mann wiederzusehen, mit ihm sich ein bisschen zu unterhalten. Wir haben eine gute halbe, dreiviertel Stunde bei ihm auf der Terrasse gesessen. Nein, war einfach eine schöne Abwechslung und ich habe mich riesig gefreut, dass ich ihn wieder gesehen habe.